Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute unseren neuen Mitbewohner zeigen. Das ist ein Wolkendrache von Herzwolke. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für die große Variante entschieden. Das Original ist etwa 1,40 Meter lang und für ein Babybett gedacht, so als Nestchen. Meine Tochter ist schon größer, mein Exemplar ist etwas über 2 Meter lang. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das sind meine vorbereiteten Teile. Ich habe mir das im Vorfeld, ich blende euch das hier mal ein, auf den Boden gelegt und so zusammengebastelt, wie es nachher aussehen soll und ein Foto gemacht, damit ich das dann auch wieder richtig hinbekomme. Ich nähe die Körperteile an der schmalen Seite zusammen und mache das zweimal für die Unterseite und für die Oberseite. Ihr könnt es auch an der langen Seite zusammennähen, dann habt ihr halt schmalere Streifen und halbiert es dann. Wenn ihr das so macht wie ich, müsst ihr darauf achten, dass die Breite der Teile an das Kopfteil passen natürlich. Also, meine Stücke vom Körper sind genauso breit wie das Kopfteil und auch der Schwanz passt da genau dran. Ich fange jetzt an und baue mir erstmal meine Augen zusammen. Bei so Applikationen muss man ja von oben nach unten arbeiten. Das heißt, es muss erst dieser Lichtfleck an der Pupille festgenäht werden, dann die Pupille an der Iris und dann das an dem Augapfel. Das habe ich jetzt bei diesem Teil schon mal gemacht. Das ist ein sehr dünner Filz, ein weißer Stoff wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe da Kleber genommen, Textilkleber, und habe das mit ein paar Stichen festgenäht mit der Hand, weil das wirklich mit der Maschine nicht so gut zu machen ist. Ich würde jetzt die Pupille auf die Iris auch wieder kleben, weil ich jetzt Kunstleder habe und das natürlich, ihr könnt Flisofix nehmen, aber das verträgt, Kunstleder verträgt die Hitze nicht so gut, deswegen nehme ich wieder meinen Textilkleber, würde dann mit einem engen Zickzackstich das hier befestigen und das Ganze dann auf dem weißen Teil. Sind meine Augen geworden. Das Weiße wird natürlich direkt auf den Stoff vom Kopf genäht. Es geht weiter mit den Nüstern. Da nehmt ihr eure Stoffe, legt die rechts auf rechts zusammen und dann wie auf dem Schnittmuster markiert, zunähen von dort hier runter, hier wieder hoch, hier auch. Das sind elastische Stoffe, von daher wähle ich einen elastischen Stich. Mein Stich nennt sich Stretch-Stich und es ist meistens einfacher, bei solchen kleinen Sachen von der Mitte zum Rand zu nähen, als vom Rand zur Mitte. Von daher fange ich jetzt in der Mitte an und nähe bis hier runter. Auf rechts wenden, zusammenfalten. Dann sucht ihr euch mit Hilfe eures Schnittmusters die Stelle, wo die Nüstern sitzen sollen. Macht da einen 1 cm langen Schnitt von oben nach unten. Baut euch die Nüstern da ein. Und festgenäht werden die, indem ihr das Ganze umklappt. Und hier einmal knappkantig drumherum näht. Und das macht ihr auch auf dieser Seite. Als nächstes die Augen anbringen, die ihr euch ausgesucht habt. Oder ihr stickt das geschlossene Augenlid. Jetzt werden die Kordeln angebracht. Innerhalb der Nahtzugabe einmal festnähen. Bei so dicken Kordeln geht es sicher auch so. Ihr könnt auch 2-3 Mal drüber nähen. Ansonsten mache ich hier immer einen Knoten, an dem Ende was ins Futter ragt, damit die nicht aus Versehen rausgerissen werden können. So sieht es aus. Dann geht es mit den Ohren weiter. Da legt ihr euch 2 Zackenstücke rechts auf rechts zusammen. Ein bisschen feststecken. Dann festnähen. Auf jeden Fall hier oben die Spitze zurückschneiden bis kurz vor die Naht. Wenn ihr mögt, könnt ihr hier die Nahtzugaben auch noch zurückschneiden und wenden. Dann falten. Ich fühle vielleicht bei der einen Seite rechts oben haben, bei der anderen links, sodass die Gegend gleich aussehen. Hinter den Kopf stecken, wo sie hin sollen. Und also runterklappen natürlich und auch innerhalb der Nahtzugabe schon einmal festnähen.
So, damit lebt das Tierchen schon ein bisschen irgendwie. Das ist immer süß, wenn das Gesicht schon mal steht. So sieht es zusammengenäht aus. Ich habe erst gedacht, na, das sind ganz schön viele Schichten. Da kommt ja dann noch eine Schicht dazu. Aber es ist kein Problem gewesen, darüber zu nähen. Jetzt könnt ihr eure Zacken und eure Flügel vorbereiten, wenn ihr welche machen möchtet. Weiter geht's mit den Zacken. Da braucht ihr jeweils zwei Teile. Ich habe einen Teil hinterfüttert quasi mit Style Feel. Das ist ein kaschierter Schaumstoff. Der ist 0,5 cm dick und der macht so einen schönen Stand. Den kann man leider nicht hinterbügeln. Das muss man fest nähen. Das habe ich hier gemacht. Einfacher Geradstich, weil die Naht nachher sowieso abgeschnitten wird. Das habe ich auch mit meinem Flügel gemacht. Also jeweils ein Teil habe ich hinterlegt. Jetzt werden die Teile rechts auf rechts zusammengelegt und hier zusammengenäht. Schwanz- und Kopfteile rechts auf rechts zusammenlegen, mit der Nahtzugabe zusammennähen. Die Wendeöffnung ist am Schwanz dieses Teil und am Kopf hier oben. Jetzt geht es an die Körperteile. Ihr braucht ja zweimal ein langes Stück Stoff. Ich nähe die Teile an der kurzen Seite zusammen. Rechts auf rechts nehme ich habe mir die schon mal vorsortiert. Zusammennähen, auseinanderfalten, das nächste Stück dran nähen, bis ihr alle Stücke in einer Reihe zusammengenäht habt. Das macht ihr mit beiden Stapeln. Die Nahtzugaben jeweils auseinanderbügeln. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn ihr Webware benutzt habt. So, als nächstes könnt ihr eure Zacken und die Flügel anbringen, wo sie hin sollen. Möglichst mittig natürlich. Ihr nehmt einen der Streifen, legt es so hin, wie es nachher aussehen soll. Wenn es eine Rolle spielt, bei mir ist es jetzt total egal, welche Seite da oben oder unten liegt, außer bei den Flügeln. Reinklappen, innerhalb der Nahtzugabe einmal festnähen. Jetzt werden die Körperteile zusammengenäht. Ihr legt die Streifen rechts auf rechts zusammen. Achtet darauf, dass hier oben die Wendeöffnungen aufeinandertreffen. Und dann wird erstmal hier oben das geschlossen. Da könnt ihr einfach einmal quer rüber nähen. Dann wird unten geschlossen und dann müsst ihr euch je nachdem 2 bis 3 Wendeöffnungen lassen. Mein Drache ist ja verhältnismäßig breit, also hat ein gutes Volumen. Da komme ich sicher auch mit der Hand und mit dem Arm sogar rein und kann das gut füllen. Von daher reichen mir wahrscheinlich 2 Wendeöffnungen, beziehungsweise Füllöffnungen sind es ja dann auch. Wenn ihr einen kleinen, also das Originalschnittmuster genommen habt, der hat einen Durchmesser von 7 cm, da würde ich vielleicht sogar 3 Öffnungen lassen. Da würde ich hier unten hier anfangen, bis hier ungefähr nähen. Lassen mir hier gleich eine Öffnung, wo die Flügel rausgucken, weil das schwieriger ist, die da oben rein zu friemeln, und würde dann hier wieder anfangen und weiter nähen. Sieht das jetzt aus? Ich habe tatsächlich 2 Wendeöffnungen nur gelassen. Einmal hier, wo die Flügel rausgucken, und einmal von dort bis dort. Hier kommt das Schwanzteil ran. Also ich denke, man kann das gut füllen von diesen beiden Seiten aus. Jetzt bauen wir Kopf und Schwanz noch dran. Ihr sucht auch euch am Kopf und am Schwanzteil jeweils die Mitten zwischen den Nähten. Und das macht ihr auch mit dem Bauchteil. Und dann wird das rechts auf rechts zusammengesteckt. Also der Kopf wird so da reingeschoben, weil das Bauchteil liegt ja noch auf links. Die vier Punkte treffen sich und dann könnt ihr einmal ganz drumherum nähen. Ich mache das immer von innen. Wendeöffnung haben wir ja im Bauchteil. Ich mache das hier nochmal, zeige euch das gleich. Muss mal Mitte suchen. Ich habe mir hier auch die Punkte gesucht. Beim Kopf ist es etwas anders. Da steckt ihr das Mittelteil vom Gesicht an der Seite fest, wo eure Flügel bzw. eure Zacken, eure Rückenzacken sind. Das ist bei mir eben diese Seite.
einmal ganz drumherum nähen. Ich mache das immer von innen, also ich schiebe das so unter die Maschine und nähe einmal ganz drumherum. Jetzt durch eine der Öffnungen wenden. Ich nehme natürlich die, wo meine Flügel rausgucken, sowieso. So, jetzt nur noch füllen und die Wendeöffnung schließen. Ich denke, das dauert eine Weile, weil da eine Menge reingeht. Ich zeige ihn euch gleich nochmal gefüllt. Damit ist unser Wolkendrache fertig. Wie ihr sehen könnt, musste der gleich mal mit zum Strand für ein Fotoshooting. Wir lieben ihn sehr. Es ist ein tolles Schnittmuster. Es macht total Spaß, ihn zu nähen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.